Willkommen zu einer neuen Lesung. Diese Woche stelle ich euch die Ozeangefährten vor, einen spannenden Zukunftsroman von Birgit Schmiedmeier. Ich hoffe, dass euch mein neuer Platz am Lagerfeuer gefällt. Gebt mir mal einen Daumen nach oben und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann legen wir mal los. Der Sonntagsausflug. Heute lief ja schon wieder alles schief. Als ich Jimmy zum Frühstück für seine Cornflakes die Milchersatzflasche aus dem Kühlschrank geholt hatte, rutschte ihm diese durch die Finger und zerbrach in 1000 Scherben. »So eine Schweinerei«, tobte er. »Warum ist unser Haus eigentlich noch nicht an die Multigetränke-Pipeline angeschlossen, so wie alle anderen Nachbarshäuser?« »Aber Jimmy, Schätzchen«, flötete seine Mutter, die schon mit dem Vater am Frühstückstisch saß. »Das können wir uns gerade einfach noch nicht leisten. Und diese Baustelle hast du ja gleich aufgewischt.« Dabei sah sie nur einmal kurz von ihrem ID auf und chattete gleich mit irgendjemandem weiter. »Jetzt muss ich das auch noch selbst machen«, dachte Jimmy genervt, »nur weil Mom gerade so darauf abfährt, dass ich im Haushalt mithelfe.« Der Allzwecksauger der Familie befand sich, wie konnte es auch anders sein, gerade in der Reparatur. Deshalb dauerte es etwas, bis er den Milchersatz und die Scherben aufgewischt hatte. Dabei schnitt er sich in die linke Hand. »Autsch! So ein Mist, jetzt blute ich auch noch!« heulte er wehleidig auf und begann in der Küchenschublade nach dem Spraypflaster zu kramen. Heute fühlte er sich nicht so tough, wie er es gerne hätte. Sein Vater blickte vom ID hoch, auf dem er gerade nebenbei die Tageszeitung las. »So, meine Lieben, heute unternehmen wir mal einen richtig tollen Familienausflug ins Psy-World«, verkündete er freudestrahlend. »Wie bitte?« meuterte Jimmy fassungslos. »Ich freue mich jetzt schon seit 2 Wochen darauf, dass heute das entscheidende Frauenfußballspiel zwischen Orlando Pride und den Seattle Rhein stattfindet. Ich komme sogar kostenlos ins Stadion, weil mich Tom durch die Lichteingangsschleuse schmuggeln kann.« »Aber Jimmy, Schätzchen, mit deinen 12 Jährchen können wir dich noch nicht alleine dorthin lassen. Du machst dafür heute einen schönen Ausflug mit Mami und Daddy. Wenn du schön brav bist, kriegst du auch ein Eis«, versuchte seine Mutter, ihn zu überreden. Doch Jimmy wurde nur noch bockiger. »Nur weil ihr euch nicht für Sport interessiert, darf ich da nicht hin? Und hört endlich auf, mich wie ein Baby zu behandeln.« »Ein bisschen Tierbeobachtung kann aber doch nicht schaden. Und es ist ja auch wichtig, dass wir mal als Familie etwas unternehmen«, warf sein Vater ein. »Psyworld hat jetzt schon fast ein ganzes Jahr geöffnet und wir waren noch kein einziges Mal dort. Iss jetzt deine Cornflakes auf, damit wir pünktlich am Hafen ankommen und den Shuttle nicht verpassen.« Bei der Vorstellung, mit dem Drohnen-Shuttle fliegen zu müssen, wurde es Jimmy jetzt gleich ganz flau im Magen, denn er hatte Angst vor dem Fliegen. Nach einer kurzen Schmollpause versuchte er es noch einmal. »Aber ich habe mich verletzt und beim Fliegen wird mir immer schlecht. Ich bleib lieber zu Hause.« »Ach was«, winkte der Vater ab. »Der kleine Schnitt bringt dich nicht um. Und draußen weht kein Lüftchen. Da wird der Shuttle fliegen wie auf Schienen.« Aus Mangel an guten Argumenten gab Ginny sich vorerst geschlagen, kochte jedoch innerlich vor Wut. Trotzig sprach er kein Wort mehr, als er seine Schüssel abspülte. Als er damit fertig war, warteten die Eltern schon ungeduldig auf ihn und sie machten sich auf den Weg. Der Drohnenshuttle stand schon am Anlegesteg, als sie aus der Schnellbahn stiegen. Touristen aus der ganzen Welt wollten ebenso wie sie das herrliche Wetter für einen Ausflug nutzen und bildeten eine lange Menschenschlange. Nach längerer Wartezeit betraten Jimmy und seine Eltern die Drohne, die bis zu 30 Personen befördern konnte. Psyworld lag etwa 150 Kilometer südöstlich vor der Küste New Miamis und war nur per Schiff oder mit dem Drohnenshuttle zu erreichen. Die tollen Frauen von Orlando Pride liefen sich in Jimmys Gedanken in ihren violetten Trikots gerade warm. Seufzend versuchte er, sich darauf zu konzentrieren, was er über Psyworld wusste. Einer aus seiner Klasse war doch hier gewesen, als Psyworld gerade neu aufgemacht hatte. Er wollte damals allerdings nichts über seinen Ausflug erzählen und wirkte ziemlich kleinlaut. Mike aus dem Baseballteam gab nach seinem Besuch im Psyworld mächtig damit an, dass er dort einen Hai getötet hätte.
Irgendwie wusste Jimmy überhaupt nicht, worum es in diesem Psyworld eigentlich ging und was dort geboten wurde. Ist das ein Zoo? Oder eher ein Vergnügungspark, in dem man die Tiere jagen und abschießen kann, dachte er. Seine Eltern wollte er auch nicht fragen, denn diese waren schon wieder in ihre IDs vertieft und beachteten ihn nicht. Sein Vater las vermutlich die Zeitung weiter, wie jeden Tag. Und seine Mutter vergnügte sich entweder mit sinnlosen Spielen oder surfte durch die sozialen Medien. Nur mit ihm spielte sie nicht. Der Flug mit der Drohne dauerte nur eine halbe Stunde. Schade, dass mir nicht schlecht wurde, dachte Jimmy bedauernd. Ich hätte meinen Alten gerne etwas Ärger beschert, indem ich mich hier vor allen anderen Passagieren übergebe. Mann, bin ich sauer! Die Drohne landete auf einer Plattform mitten im Meer, die durch einen Steg mit einer riesigen gläsernen Kuppel verbunden war. Aus der Mitte dieser Kuppel ragte ein hoher Turm. Die Tiere und alles andere sollen ja irgendwie unter Wasser sein, erinnerte sich Jimmy. Hoffentlich ist dieses Glasteil gut im Boden verankert, sonst wird mir doch noch schlecht. Zusammen mit den anderen Menschen drängten sie sich den Steg entlang durch das Eingangsportal in die Kuppel und dort über eine Brücke aus Glas Richtung Kassenterminal im ersten Stockwerk. Jimmy blickte gerade durch den Boden der Brücke in das Becken rechts unter ihm, als dort ein riesiger Hai vorbeischwamm und die Zähne fletschte. »Ah!« schrie er. »Habt ihr gesehen, wie er mich angesehen hat mit seinen schwarzen Augen?« »Ob das der Hai ist, von dem mein Baseballkumpel erzählt hat, dass er ihn irgendwie interaktiv kalt gemacht hat? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist ja ein Monster.« Da fiel ihm ein, dass er wohl eben ziemlich ängstlich geschrien hatte. Und das war ihm sehr peinlich. Er wollte nicht dastehen wie ein kleines Mädchen. Tief durchatmend rückte er seine Baseballmütze zurecht und ging weiter, als ob nichts gewesen wäre. Die Eltern bemerkten von dem Zwischenfall nichts, denn sie waren längst vorausgelaufen. Da sie an den Kassen kurz anstehen mussten, holte Jimmy seine Eltern wieder ein. Nachdem die Familie die Zahlschleuse passiert hatte, luden sie erst noch am Infoterminal die Psyworld-App auf ihre Identities, die überall nur IDs genannt wurden. Es war weltweit vorgeschrieben, diese weiterentwickelten Smartphones stets fest am Unterarm befestigt mit sich zu führen. Alle drei informierten sich nun mit Hilfe ihrer IDs über Psyworld. Psyworld war wie ein riesengroßer gläserner Kreisel gebaut. Es bestand aus einer Kugel, die zur Hälfte unter Wasser lag. Der Turm ragte wie der Griff des Kreisels kerzengerade aus dem Dach der Kugel empor. Unter der Kugel trat in der Mitte ein spitzer Pfeiler hervor und verankerte das Bauwerk im Meeresboden. »Komisch, dass dieses Gebilde nicht umkippt«, dachte Jimmy. An diesem Tag war er froh über die obligatorische Ortungsfunktion des IDs per GPS. Damit konnte sich jeder Mensch an jedem Ort der Welt zurechtfinden, da er auf der Karte im Display als blauer Punkt auftauchte. Damit würde er sich hier nicht verlaufen. Darüber hinaus konnte man auch andere Menschen orten, mit denen man über den Chat verbunden war. Die Regierung hatte natürlich Zugriff auf jedes ID und konnte damit beispielsweise Verbrechen viel schneller aufklären. Stolz sah Jimmy auf sein neues ID am Handgelenk, das er zum 12. Geburtstag von den Großeltern geschenkt bekommen hatte. Mit diesem Teil in glänzendem Chrom fühlte er sich gleich viel erwachsener als mit dem alten, aus peinlich baby-hellblauem Kunststoff. Die vielen Ausweis-, Organizer- und Versicherungsfunktionen des IDs interessierten ihn nicht. Ihm waren die zahlreichen Spiele-Apps, die sozialen Medien, das Bildtelefon und die Kamera viel wichtiger. »Und pass ja gut auf dein neues ID auf«, schärfte ihm sein Vater zum gefühlt tausendsten Mal ein. »Du darfst es unter keinen Umständen verlieren, denn ohne ID ist man ein Mensch ohne Identität.« Gerade bei dem dichten Gedränge kam es immer wieder vor, dass IDs von Leuten aus dem Untergrund gestohlen wurden. Sie versuchten, sich dadurch wieder eine legale Identität zu verschaffen. Deshalb nahm man das ID nicht einmal beim Duschen oder Schlafen ab. »Also, ich muss jetzt gleich unbedingt mit den superputzigen Delfinen schwimmen«, zwitscherte seine Mutter. »In Ordnung. Und ich gehe da mal zur Riesenkrake. Und du, mein Junge, suchst dir auch ein Tier aus, was du besuchst.
In 2 Stunden treffen wir uns wieder hier am Eingang. Und dann essen wir gemeinsam oben im Aussichtsrestaurant. Dann können wir uns erzählen, was wir alles erlebt haben, beschloss sein Vater für alle drei. Im Nu verschwanden seine Eltern im Gedränge. Jimmy war richtig wütend. Hier lassen sie mich schon wieder alleine stehen, aber zum Fußball darf ich nicht mit Tom. Wann bin ich endlich erwachsen, damit ich gehen kann, wohin ich will? Ich könnte echt gerade Amok laufen. Wenn ich jetzt daheim am Computer Aliens abknallen könnte, hätte ich garantiert die höchste Punktzahl und käme endlich auf das nächste Level. Aber er war nicht daheim, konnte sich nicht in eine heldenhafte Fantasiewelt flüchten, sondern stand hier in der Realität reichlich unbeholfen herum. Was sollte er jetzt mit diesen 2 Stunden anfangen? Er blickte wieder auf den Psyworld-Plan auf seinem ID und las sich durch, welche Tiere es hier gab. Bei der Riesenkrake stand: Werde, was du willst. Jimmy stieß ein ironisches Lächeln aus. Sicherlich will Dad dort herausfinden, wie er es anstellen muss, damit er endlich mal befördert wird. Dann können wir uns endlich die komplette Solaranlage für Haus und Garten leisten und hätten stets einen warmen Swimmingpool. Das wäre fein. Es ist einfach so grottenpeinlich, dass wir immer noch die Kleingeräte wie diesen abgetakelten Solarrasenmäher von Opa in Einsatz haben. Die Tiere auf dem Plan interessierten ihn nicht gerade wirklich. Er sah sich im Eingangsbereich um. Auf einem großen Display stand: Neu im Psyworld eingetroffen. Besuchen Sie unser sympathisches Seepferdchen-Pärchen und erfahren Sie etwas über die Fortpflanzungs- und Erziehungsmethoden der Zukunft. Jimmy dachte: Na, da sollten Mom und Dad mal hinschauen. Vielleicht würde ihnen ein paar Lichter aufgehen. Dann würden sie vielleicht mal ihre Nasen von ihren IDs nehmen und mir zuhören und auch mal das machen, was ich mir wünsche. Erstaunt entdeckte er auf seinem ID-Display, dass sein Vater ihm gerade das Taschengeldkonto aufgeladen hatte. Na, wenigstens etwas, dachte er mit ein wenig besserer Laune. Dann werde ich mal sehen, dass sie der Tag richtig teuer zu stehen kommt. Da fiel ihm der Hai wieder ein. Ob ich mich doch trauen sollte? Dann könnte ich im nächsten Training damit angeben. Aber Alter, wenn ich daran denke, wie fies mich der Hai eben angesehen hat, ob mir da was passieren kann? Das Becken sah nach oben hin ganz offen aus und man lief nur auf dieser Glasbrücke darüber. Schon krass. Hin und her gerissen zwischen Angst und aufgesetzter Coolness redete er sich gut zu. So einen tollen Typen wie mir kann doch gar nichts passieren. Hasta la vista, Baby. Er begab sich in den Tower und fuhr mit dem Aufzug vom 1. Stockwerk in das 1. Untergeschoss. Dort lagen die Eingänge in die 5 verschiedenen Bereiche des Inner Circle. In diesem innersten Kreis fanden die Interaktionen mit den Tieren statt und es durfte jeweils immer nur eine Person hinein. Auch hier war keine Information zu finden, was einen dort drin genau erwartete. Vor jedem Eingang gab es eine Zahlstelle und eine Lichtschleuse, damit man von außen nicht durch die Tür sehen konnte. Es warteten bereits einige Menschen davor. Mit einem etwas mulmigen Gefühl stellte er sich vor den Eingang zum Hai hinter den wartenden Menschen an. Nach einiger Zeit war nur noch ein einziges Mädchen vor ihm an der Reihe. Die Lichtschleuse öffnete sich. Er versuchte, einen Blick ins Innere zu erhaschen, doch der Vorhang aus Licht war absolut undurchlässig. Heraus kam ein Junge mit aufgerissenen Augen und schrie nach seiner Mutter. »Meine Güte, soll er doch daheim bleiben, der Schisser«, dachte Jimmy überheblich. Vor ihm ging jetzt das Mädchen in den Inner Circle. Nach ein paar Minuten kam sie bereits mit einem siegreichen Lächeln wieder heraus. »Da gibt es bestimmt ein vereinfachtes Programm für Mädchen«, grinste Jimmy. Nun war er endlich an der Reihe. Er hielt das Handgelenk mit dem ID an die Laserzahlstelle. Stolzer Preis. Der Eintritt in einen Inner Circle betrug das Dreifache des regulären Eintritts. Nun, das war ihm gerade recht. Seine Eltern wollten schließlich unbedingt, dass er mitkam. Dann sollten sie auch bezahlen. Die Lichtschleuse öffnete sich und er trat ein. Er war alleine. Um ihn herum war es still und er sah niemanden, obwohl die Anlage aus Glas bestand. Er befand sich in einem dreieckigen Raum. Der Eingang hinter ihm bildete einen spitzen Winkel. Die Wände seitlich von ihm waren verdunkelt und er blickte auf eine Glasfront in ein Aquarium mit vielen Pflanzen und »Ah!« schrie Jimmy unwillkürlich. »Da ist er wieder!«
Der Hai mit dem weißen Bauch kam mit offenem Maul geradewegs auf ihn zu. An der Scheibe drehte er ab und glitt elegant an der Seite entlang, um hinter dem Felsen in der Tiefe des Beckens zu verschwinden. Doch bei Jimmy kehrte die Angst zurück. Ob er ihn erkannt hatte? Was machte er hier eigentlich? Konnte er nicht einfach wieder gehen? Da ertönte eine Stimme aus dem Nichts. Willkommen im magischen inneren Kreis von Psyworld. In diesem Becken begegnen Sie als Taucher einem 4 Meter langen und sehr hungrigen weißen Hai. Als Waffen stehen Ihnen eine einmalig zu verwendende Harpune und ein kurzes Messer zur Verfügung. Das Spiel dauert so lange, bis einer von Ihnen den anderen bezwungen hat. Nehmen Sie nun in diesem Liegestuhl Platz und setzen Sie den Helm auf. Psyworld wünscht Ihnen viel Spaß und ein langes Leben. Hämisches Gelächter beendete die Ansage. Jimmy setzte sich in den Liegestuhl, den er bisher gar nicht wahrgenommen hatte, und wie durch Geisterhand senkte sich ein Virtual Reality Helm auf seinen Kopf herab. Dies ist heute schon mein 2. Tauchgang. Die Jungs von unserem Team liegen faul in ihren Liegestühlen. Klasse Idee von unserem Trainer, mal ein Trainingslager auf einer karibischen Insel zu machen. Zum Glück haben mich meine Alten fortgelassen. Beim ersten Tauchgang heute früh waren die anderen alle noch dabei und die bunten Korallenwände sahen einfach toll aus. Da hätte ich gerne mit den anderen ein bisschen Tiefseekrieg gespielt, wo wir doch schon Harpunen haben. Apropos Harpune, wozu habe ich die eigentlich mitgenommen? Ach ja, ich bin ja nach dem Training noch mal ins Wasser gegangen, weil es doch bestimmt toll wäre, irgendeinen Fisch zu fangen, den wir später grillen könnten. Außerdem sitzen am Strand ein paar hübsche Mädchen und da käme das schon gut, wenn ich mit einer Delikatesse voll cool und Neptunmäßig aus dem Wasser steigen würde. Nun versuche ich einfach mal mein Glück. Irgendwie sind diese Korallen plötzlich ein wenig blasser geworden, als ob der Schatten einer Wolke darauf läge. Ich sehe nach oben und mir bleibt fast das Herz stehen. Über mir schwimmt gerade ein riesengroßer Hai mit weißem Bauch vorbei. Oh mein Gott, hoffentlich hat er mich noch nicht entdeckt. Er zieht ein paar Meter über mir vorbei. Ich bin ganz alleine hier unten und bereits etliche Tauchminuten von meinem Schlauchboot entfernt. Hoffentlich schwimmt er einfach weiter. Was soll ich jetzt nur machen? Er ist in Richtung meines Schlauchbootes davongeschwommen, also versuche ich vielleicht am besten direkt an den Strand zurückzutauchen. Mein Herz rast wie irre. Das war ja ein Hai wie aus einem Horrorfilm. Ich tauche mit kräftigen Flossenbewegungen an der Korallenwand entlang zurück. Allerdings muss ich den Schutz dieser Wand hier verlassen, wenn ich zum Strand zurück will. Eine Strömung erfasst mich mit aller Wucht und ich muss dagegen ankämpfen, um nicht abgetrieben zu werden. Ich erinnere mich wieder. Beim Hertauchen fühlte sich die Strömung wie Rückenwind an und es kostete mich kaum Kraft. Jetzt schlägt mir diese Strömung allerdings entgegen und ich komme nur so langsam vorwärts wie in einem Albtraum. Ein Blick auf den Tauchcomputer am Handgelenk sagt mir, dass ich nur noch so viel Zeit und Luft habe, um gerade noch rechtzeitig an den Strand zurückzukommen. Ich zittere am ganzen Körper. Hektisch schaue ich über die Schulter zurück und da sehe ich ihn wieder. Nur noch etwa 2 Meter entfernt sehe ich sein geöffnetes Riesenmaul mit den vielen spitzen Zehen und von hinten auf mich zukommen. Oh nein, dass mir das passiert. Ich bin doch erst 12. Er schwimmt rechts über mir vorbei und in meinem Kopf glaube ich, die Stimme des Hais zu hören. Ich rieche dein Blut. Mein Blut? Das kann doch gar nicht sein. Ich schaue auf meine Hände und tatsächlich. Ich hatte mir heute Morgen im Training die linke Hand verletzt. Und diese blutet jetzt wieder. So ein Mist. Das lockt natürlich Haie an. Zum Glück fällt mir die Harpune wieder ein, die ich in der Hand halte. Ha, soll er doch kommen. Dann mache ich Fischburger aus ihm. Da werden die Mädels staunen, wenn ich ihnen eine Haifischflosse als Trophäe mitbringe. Denn die schneide ich ihm gleich mit dem Messer ab, das ich an meinem Schenkel befestigt habe. Kaum zu Ende gedacht, schon dreht das Riesenmonster um und kommt diesmal direkt auf mich zu. Da unter Wasser durch die Tauchmaske alles größer erscheint als in der Realität, kann ich schlecht schätzen, wie groß dieses Vieh ist. Aber ich habe das Gefühl, es kommt gerade ein geöffneter Kofferraum auf mich zu. Ich ziele mit der Harpune auf sein schwarzes Auge. Er kommt immer schneller auf mich zu. Ich drücke den Abzug. Der Harpunenpfeil streift seine hässliche Fratze, reißt aber nur einen kleinen Kratzer in die Haut und fällt dann abwärts Richtung Meeresgrund. Während der Hai mit einem plötzlichen Ruck seitlich abdreht, kann ich erkennen, wie er das Auge aufreißt und sein Blick sagt mir: Du entkommst mir nicht.
Entschlossen ziehe ich sofort mein Messer aus der Halterung, aber nein. Es entgleitet meinen zittrigen Händen und fällt ebenfalls langsam, aber schneller, als ich es greifen kann, unaufhaltsam in die Tiefe. Entsetzen packt mich. Wie soll ich mir unbewaffnet meine Trophäe holen? Und noch schlimmer, wie kann ich ihm jetzt überhaupt entkommen? Schon wieder werde ich wütend auf meine armselige Familie. Schließlich gäbe es mittlerweile hochwirksame Unterwasserlaser und Überdruckgewehre anstatt dieser steinzeitlichen Harpunen. Aber das hilft mir jetzt auch nichts mehr. So schnell ich kann, tauche ich in Richtung Strand. Da erscheint vor mir plötzlich die Ankerschnur meines Schlauchboots. Gott sei Dank, ich kann mich retten. Ich strample, bis meine Beine vor Anstrengung fast taub werden und sehe dabei nach unten. Von schräg unten aus dem endlosen dunklen Blau taucht ein großer Schatten auf und wird zu einem entsetzlichen Gesicht, das ich bereits aus der Nähe kenne. Wütend und mit noch weiter aufgesperrtem Maul rast er wie eine Rakete auf mich zu. Ich bin wie gelähmt. Es gibt kein Entkommen. Das Mundstück des Atemgeräts verliere ich bei meinem letzten Schrei und dieser wiederum verliert sich in einer schwarzen, von spitzen Zähnen umrahmten Leere. Dann wird mir diese schwarze Leere vom Kopf gezogen, als ob mich der Hai wieder ausgespuckt hätte. Mein Todesschrei gellt durch das endlose Meer, als eine freundliche Stimme ertönt. Willkommen in Psyworld. Leider haben Sie diesen Kampf gegen den weißen Hai verloren. Wir hoffen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt hier in Psyworld. Torkelnd und wie aus einem grauenhaften Albtraum erwacht, verließ Jimmy den Liegestuhl und passierte die Lichtschleuse. Draußen begegneten ihm die mitleidigen Blicke derer, die noch in der Schlange warteten. Sein Magen rebellierte und er sehnte sich nach einer Cola. Benommen schüttelte er den Kopf, um wieder einigermaßen an Ort und Stelle anzukommen. Das eben war irgendwie eine ganz andere Erfahrung als seine Virtual Reality Computerspiele. Das war viel echter. Er hatte überhaupt keine Chance, den Hai zu steuern oder irgendwie zu beeinflussen. Es fiel ihm auf, dass er beim Tauchen völlig vergessen hatte, dass er nur mit dem Helm auf dem Kopf auf dem Liegestuhl saß. Wie konnte das sein? Da bemerkte er, dass der Schnitt an seiner linken Hand von heute Morgen wieder begonnen hatte zu bluten. So, dieses war ein kleiner Einblick in die Ozeangefährten. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen guten Abend, eine gute Nacht oder einen guten Tag, wann immer ihr das auch hört. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und diesen Kanal zu abonnieren. Und ja, bis nächste Woche. Eure Danielle. Ciao.